Willkommen zu Horse Club Adventures auf der Nintendo Switch. Wir haben beim letzten Mal das letzte verbliebene Kätzchen vermitteln können und werden jetzt mit der guten Edith sprechen. Aber diesen Text hatten wir schon mal. So, ich habe Arthur, also Mr. O'Neill, wegen dem Zettel gefragt. Er meinte, er hatte in der Nähe der Schafweide eine alte Kiste gesehen. Dabei fällt mir ein, dass ich damals dort bei den großen Steinen auch Fotos versteckt habe. Vielleicht ist das die Kiste, die er gesehen hat. So, jetzt das Geheimnis der Vergangenheit. Finde die Fotokiste an der Schafweide. Das machen wir jetzt. Jetzt muss ich aber erstmal die Nebenmission aktivieren. Wenn ich noch wüsste, wie. Ach ja, so. Okay. So, wir sind da unten und wir müssen wohin? Wo ist der Missionsmarker? Da unten ist er, alles klar. Das heißt, wir reiten am Strand am besten entlang. Also nicht hier runter, sondern einfach hier entlang. Dann kommen wir hier hin. So werden wir es mal machen. Und dann geht's jetzt mal los. So, ich denke mal, wir werden dort vielleicht noch ein Geheimnis entdecken. Vielleicht noch ein Fotoplatz irgendwie. Weil so viele Fotoplätze haben wir in der Ecke noch nicht gefunden. Und wie gesagt, ich schaue immer so ein bisschen links und rechts, ob ich nicht zufällig noch irgendwo einen Koffer finde. Ne, wir reiten mal weiter hier geradeaus. Und ich glaube, erst gleich einmal links rein. Und zwar, ich glaube, hier. Ich gucke mal auf die Karte. Ne, nicht die nächste, sondern die übernächste links rein. Also nicht hier, sondern die nächste dann, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertan habe. So, und zwar hier. Aber hier haben wir auch noch nichts irgendwie erkundet, hier unten in der Ecke, so wirklich. Deswegen könnten noch so viel rumliegen und so viel Fotoplätze. Oh, meine Kondition ist gleich zu Ende. Ne, hier ist nichts, was hier so rumliegt, so am Koffer oder so. So, Fotokiste. Und ich vermute mal, da vorne ist sie. Muss ich dafür absteigen? Nee, bring das Foto zu Frau Jacobs, das machen wir. Jetzt können wir auch hier lang reiten. Genau, hier rein und dann quasi querfeldein. Das machen wir natürlich noch eben. Immer so ein Blick auf die Umgebung. Vielleicht finden wir ja auch hier irgendwo was. Guck mal gerade, wo ich bin. Ich reite vollkommen falsch. Ich muss weiter nach links. Ist hier vielleicht zufällig irgendwo was Verstecktes? Nee. Schade, ich habe gedacht, da vielleicht, wo viel Gestrüpp ist, dass da vielleicht noch so ein Koffer rumliegt oder so. Genau, wir sind
auf dem richtigen Weg. Und dann mal sehen, was die gute Mrs. Jacobs uns zu sagen hat. Vielleicht kriegen wir noch die eine oder andere Belohnung. Das wäre schön. Und dann mal sehen, ob es dann für heute mit der Nebenmission war oder ob da noch was kommt. Weil ich finde auch immer die Nebenmission hier pro Tag, die man machen kann, doch immer relativ lang. Das bin ich gar nicht so gewohnt von Nebenmissionen. So, jetzt lassen wir mal ein bisschen das Pferd wieder erholen. Und dann geht's jetzt erstmal schnurstracks weiter Richtung Mrs. Jacobs. Der gute Mensch da hinten rechts steht immer noch da und macht Fotos. So, mal schauen, was die gute Frau uns jetzt mitteilt. So, das auf dem Foto ist der junge Mr. Saar. Er wohnt heute in Hazelwood und hilft kranken Tieren. Das hat er schon immer gerne getan. Meine Güte, ist der noch jung auf dem Foto, der gute Aaron. Oder Aaron? Keine Ahnung. Und auf der Rückseite steht etwas, vielleicht eine Nachricht. Aber scheint nur ein Teil zu sein. Vielleicht gibt es noch mehr Bilder. Es gibt sicher noch eine Kiste mit einem Foto. Ich kann mich erinnern, dass ich mit meinem Pferd früher gerne auf dem Hügel im Wald war. Dort, wo der Waldweg aufhört. Das ist der höchste Punkt hier in der Gegend. Bestimmt habe ich damals dort auch Fotos versteckt. So, finde die Fotokiste auf der Anhöhung. Wir schauen mal ganz kurz auf die Karte. Der höchste Punkt hier. Und ich glaube, dort waren wir noch gar nicht gewesen. Hier, das ist der höchste Punkt. Waren wir hier schon mal drin gewesen? Ich weiß, hier waren... Hier sind ja überall diese Fotoplätze. Die haben wir schon gefunden. Aber hier in diesem Bereich, glaube ich, wie man so sieht, ich glaube, da waren wir noch gar nicht. Und das machen wir beim nächsten Mal. Hier die Geheimnisse entdecken. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Jetzt habe ich meine Abmoderation versaubeutelt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer MyGamingWorld81.